Vielleicht brauche ich das Portal gar nicht, vielleicht ist das ja nur... Deko. Das war nur Deko. Hey, eine Kugel. Für... was haben wir denn hier? Also jetzt alles für Zeug. Können wir hier irgendwas einsetzen? Was machen wir jetzt mit den trüben Sphäre? Was zur Hölle kommt da rein? Okay, trübe Sphäre. Brauchen wir für... Hier kann ich nicht nochmal reden. Ach so. Was? Was willst du? Hm. Ja, was will sie? Sie will irgendwas in die Hand gesetzt bekommen. Ich hätte jetzt auf die Sphäre getippt. Ach, jetzt geht's. This is it. The way to the sunken kingdom. You found it! Neues Ziel, betrete den Palast. Ah, hier fehlt eine Menge Symboliken. Ja, dann. Okay, müssen wir überall Sachen einsetzen. Ja, machen wir das weg. Ne, der Adler gehört nicht dazu. Der Frosch ebenfalls nicht. Gut. Stimmt hier nicht, was gehört da ran? Okay, der passt schon mal. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall irgendeine andere Waffe oder einen Stab oder sowas. Kristallhöhle. Palasteingang. Gehen wir mal zum Palasteingang. Ist ja scheiße. Haben wir den nicht vorhin gerettet? Mies drauf, das gute Mädel. Ein Foto von Pinocchio. Ach. Der Fremde hat es fallen gelassen. Könnte er etwa... Pinocchio? Moment mal. Den hatten wir doch im letzten Teil, den wir gespielt haben. Okay, das ist echt ein guter Zufall, dass das jetzt hier so aneinander hängen, die Teile scheinbar irgendwie. Oh Mann. Okay, eins passt schon mal. Das sieht fast so aus wie so eine Sammlung aus allen Spielen, oder? Okay, Fische, Fische, Fische. Ey, wir brauchen echt viel zum Einsetzen. Und hier muss so ein Ritterwappen rein, okay. Nehme ich mit. Kann ich jetzt vielleicht... Hätte jetzt gedacht, das hier vielleicht aufbreaken, aber nö. Die haben... Da haben sich mir die Haare aufgestellt. Ich frage mich, was das bedeutet. Was bedeutet das? Das? Heißt das, wir haben jetzt einen Fluch oder so? Okay, das ist echt crazy hier, ey. Was wir hier alles zu tun haben. Meine Fresse. Vor allem, das ist wirklich ein Zufall, dass ich hier andauernd das Richtige klicke. Wie gesagt, ich klicke immer Sachen an, die relativ auffällig aussehen, für mich zumindest. Und meistens ergibt sich dann daraus irgendwas. Engelskorb. Und wir brauchen jetzt nur so einen blauen Stein. Der blaue Edelstein. Den da. Haben wir jetzt das Wappen? Was? Hm. Boah, ey, wir kriegen so viele Gegenstände, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gehört auch irgendwas rein.
Nee. Alter Falter. Bisher läuft es aber ganz entspannt, muss ich sagen. Also wir kommen weiter. Was? Noch mehr Sachen? Oh ey, wie viel soll ich denn das sammeln, ey? Alter. Alter, was wollt ihr alle von mir? Kann ich hier schon irgendwas einsetzen? Libelle zum Beispiel? Nö, natürlich nicht. Mhm. Okay, werden wir erstmal ein paar Dinge los. Ach, der gehört gar nicht dazu. Aber du. Gut. Hier gehört er dazu. Ich habe das Gefühl, wir öffnen schon wieder eine Tür. Oh, scheiße. Lilibelle brauchen wir hier nicht. Da kommt noch irgendwas rein. Achso, könntest du vielleicht... Nö. Okay. Wir müssen ja echt noch eine Menge sammeln. Da gehören Insekten rein. Schön. Nehmen wir mit. Oh Gott, da gehört ein Schiff rein. Boah, was? Noch mehr? Obwohl, warte mal, das Ding. Bevor wir jetzt irgendwas anderes anklicken. Moment. Könntest du die Gütigkeit besitzen? Oh fuck, ey. Ein Teil ausgetauscht, zwei neue dazu bekommen. Das könnte das Wappen sein für den Haupteingang. Nur mal checken. Ach, wir haben nun ein Schloss freigegeben. Na Gott sei Dank. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hier stimmt was nicht. Sein Horn fehlt. Oh, eine schöne Tasse Kaffee. Irgendwas nicht. Oh Gott. Ja, können wir das hier loswerden? Kriegen wir jetzt was Neues? Oh. Gott sei Dank nur zwei Sachen. Ich habe ja schon Angst bekommen. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall mit den Steinen die Muschel öffnen. Und kriegen wieder zwei Dinge. Boah, ihr seid so hart zu mir. Warte mal. Nee. Hier hinein. Ich glaube, warte mal, den Schmetterling, den können wir glatt mal ablegen. Danke. Es fehlt uns noch ein Käfer oder so. Können wir hier das Steuerrad loswerden? Auch nicht. Okay, Steuerrad irgendwo. Nein, so weit wollte ich nicht zurück. Hier hinein. Weil hier hatten wir doch einen irgendwo. Nee, das war nicht. Das war's. Ah, nächste Tür. Ey, das passt. Bitte nur ein Rätsel. Der Käfer. Puh. Okay. Kommt das Seepferdchen hier rein? Auch nicht. Da kommt es ganz sicher nicht rein. So, gucken wir mal, was der Frosch für uns bereithält. Meine Liebe, du hast mir bei meinem Fluch geholfen. Nun bin ich dir bei deinen behilflich. Ich helfe dir dabei, das zu finden, was du suchst. Sei aber vorsichtig, denn die Kombinationen können die Mächte der elementaren Sphären katastrophale Auswirkungen haben. Ade, mein Liebes. Wir werden bald wieder vereint sein. James. Und der Schlüssel. Okay, da gehört noch irgendwas drin. Hier haben wir alles fertig. Da gehört ein Dings rein. Jo, okay. Dann machen wir mal weiter. Was? Verschiebe die fehlenden Teile auf ihre korrekte Position. Einige sind versteckt. Okay. Aha.
Ach so, da. Was ist das? Ach so. Jetzt fehlt mir noch die Krone vom guten Herrn. Wo ist denn die? Die Krone. Mr. Krone. Zeigen Sie sich. Ach, guck mal da. Ging auch easy. Ja, mal rein in den Laden. Wow. You must leave before my father comes. He hates landwalkers. I'm sorry about that hooded man, but I had to stop him. I just... Landwalker! No. Out of father. My way! Ach du Scheiße, Mr. Krabs, you oder? You dare to enter my domain and challenge me. Soon we shall be free once more. Bisschen was von Mulfurion. Von WoW. Mit seinem Bart. Alter, erinnert mich echt an... Sie kriegt hier ordentlich auf die Schnauze, muss man ja mal sagen, war die arme Frau. Gib mir das. What? Och ey, Freunde. Ey, wisst ihr, wie viel ich jetzt hier schon... Wie viel ich jetzt hier schon habe? Ich weiß nicht, wohin damit. Schlüssel. Alles gut. Bild von dem Alten. Balkon. Balkon. Der kann ja nicht groß sein, ne? Was ist das für ein Balkon? Lass mich überlegen. Platz. Oh. Alter. Warum tut ihr das? Ich krieg immer nur noch mehr Gegenstände. Es hört nicht auf. Ich baue nicht ab. Das ist hart. Aha. Aha. Pfeilspitze willst du nicht. Captain Hook willst du auch nicht spielen. Ein Seestern. Ein Seestern und eine große Muschel. Muffel. Seestern. Muffel. Jetzt brauchen wir noch so ein Ding da. Hier, sowas hier. Jawohl! Und was gibt's denn Schlüssel? Was ist das? Muschelschlüssel. Ah, ich hab's geahnt. Okay, was haben wir hier? Ein Stück. Alter! Eine antike, urgewaltige Maschine mit unvorstellbarer Macht. Sie wurde von langer Zeit dazu benutzt, um die Kräfteelemente zu vereinen. Was sind das immer für Sachen, die ich da anklicke? Ah, fehlt ein Baum. Ah, das müssen wir sauber kriegen. Aber haben wir noch nichts für, oder? Ich sehe ja nicht mehr durch. Ich weiß ja nicht, was wir hier noch alles... Alter, wie viele Gegenstände wir haben. Warum? Achso, das hatten wir ja gerade. Warte! Ah ja, kurze Zwischensequenz mit Garados. So, Moment. Ich hab's geahnt. Du bist nicht zufällig das Teil für die Pulle hier? Nein. Oder? Achso, den kann man auch noch aufmachen. Irgendwas kann man mit dem machen. Nee. Ach guck mal, ich hab doch was zum Wischen. Moment. Ach cool, ich kann das selber steuern. Mach den Dreck weg. Wunderschön. So, jetzt kommt das Ding da in dem mal unten rein. Und du? AD 510. Wow.
Okay. Die violetten Tränen wandern im Chaos. Einen der Fischer haben wir jetzt endlich mal. Ah, gehen wir gleich mal hier weiter. Das Gute ist, wir haben immer irgendwas, was wir schon einsetzen können, ne? Und mitnehmen. Das stimmt irgendwie nicht. Was braucht man da? Finden wir noch raus. Dann können wir hier erstmal was loswerden. Oh Gott. Was? Ein Rätsel. Ändere die Symbole so, dass sie am Ende alle gleich sind. Wähle die Symbole in der Auswahl links aus, um das Spielfeld angrenzenden Symbole in dieselbe Farbe zu ändern. Die Anzahl der Züge ist begrenzt. Was? Und nun? Verstehe nicht. Was will mir das Spiel jetzt damit sagen? Wie kann ich das drehen? So. Gut. Ich glaube, die erste Runde verkacke ich hier sowieso. Obwohl. Ah, zwei Züge. Das wird nichts. Ich habe einen vergeudet. Okay, Moment. Wir fangen mit Lila an, also müssen wir erstmal. Nee, warte mal. Jawohl. Wir gehen genau so vor. Okay. 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 Machen wir erstmal die hier. Machen wir mal die zwei E's. Und? Neue Runde, neues Glück oder was? Boah, ernsthaft. Ernsthaft. Wir machen gelb. Wir machen. Was ist das nächstgrößere? Ja, das oder das blaue? Machen wir erstmal der ganze Meer an. Blau. Dann machen wir wieder hier. Gelb. Rot. Lila. Es. Cs. Gelb. Wieso brauche ich weniger? Und zack. Boah, noch eins. Alter. Okay, dann machen wir erstmal auf gelb, wa? Gelb. Dann ändern wir die alle auf blau. Scheiße. Ich muss erstmal so, genau. So. Gelb. Blau. Was haben wir dann? Dann haben wir die. Dann haben wir sehr viele blaue eingeschlossen. Dann haben wir sehr viele gelbe, lila. Oh Kacke, ich glaube, jetzt habe ich es vergeigt. Oder? Wie oft denn noch? Ist das falsch oder so? Mache ich hier irgendwas verkehrt? Eigentlich nicht, oder? Oder habe ich doch zu viele gebraucht, zu viele Züge? Machen wir
so. 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 C. Rot. Violett. E. C. War richtig. Okay. Was auch immer der da von mir wollte. Ist hier noch irgendwas? Ach, guck mal. Oder geht der Fisch hier rein? Ja. Okay, dann war das doch noch nicht was für das andere Fischrätsel. Ach du Scheiße. Ach, guck mal, hier kommt das Steuerrad drin. Und ein Anker muss ich, brauche ich noch. Und Segel. Abgeschlossen. Auf Geheiß des Kanzlers rief Vater die Meeresgöttin herbei. Sie erschien wie ein tobendes Unwetter mit einer riesigen Flut, die die Insel überflutete. Meine Schwestern und ich wurden in Meerjungfrauen verwandelt und Vater wurde zum Ungetüm. Wir haben vielleicht überlebt, aber der Preis dafür ist hoch. Wir haben keine Füße, um an Land zu gehen und sind auf ewig für an das Meer gefesselt. Now you know my sin. The king is repairing that ancient contraption. But he knows nothing about it. He is blinded by anger. That machine could destroy him, or even the world itself. Drama Queen. Mehr ist hier nicht. Nein! Geh da wieder rein, Mädel. Okay, mit dem Bett können wir nichts machen. Hier müssen wir halt Teile einsetzen. Und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Okay, easy going. Gut. Dann kommt der andere Fisch, glaube ich, jetzt hier hin, oder? Anker. Kann ihn hier anklicken. Der König vertraute mir. Ich konnte ihn dazu überreden, dass er die Meeresgöttin herbeirufen wird. Die Bewohner von Prasino werden die ganze Macht ihres Zorns erleben. Sie hatte sie zu lange selbstherrisch unterworfen. Jetzt wendet sich das Blatt und Kokino wird so wieder im alten Glanz erstrahlen. Okay, super. Wir haben den Anker. Aber wir brauchen ja noch das andere, ne? Das Segel. Bringt uns also nichts, wenn der König segelt. Ohne Segel. So, wir hatten aber noch die Möglichkeit. Okay, das gehört da nicht rein. Gut. Okay, was können wir noch tun? So viele Möglichkeiten. Hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Haben wir nicht. Doch, haben wir. Aber der gehört da nicht rein. Was ist das? Der Muschelschlüssel. Ah, Muschelschlüssel, ne? Was schließt man damit auf? Eine Muschel. Hey, ein Fisch. Galionsfigur vom Spielzeugschiff. Ach, warte mal. Galionsfigur. Tatsächlich, der hat eine Galionsfigur. Nimm das. Aber wir haben leider kein Segel für dich, Digga. Was gehört hier ran? Hörner oder sowas, wa? Okay, wir haben noch ein Seil. Wir haben komische Dinger. Hier brauchen wir noch Fische. Boah. Wir haben noch ein wenig zu tun. Also das war, konnte ich mir nur mal lesen. Hier kommt ein Schiff rein. Haben wir auch noch nicht. Da fehlt noch ein Horn. Hier fehlt noch irgendwie alles. Haben wir gelöst. Hier fehlen noch irgendwelche Steine. Oh, meine Fresse, ey.
fehlt noch so viel. Aber wir haben jetzt Gegenstände ohne Ende und kommen nicht weiter. Außer wir können jetzt draußen was einsetzen. Hier hatten wir doch alles eingesetzt, ne? Ja. Hier fehlt noch ein Pokal. Haben wir auch noch nicht. Bücher. Irgendwas anderes. Whatever. War so weit raus. Bis jetzt lief eigentlich alles sehr linear. Hier fehlt ja auch noch irgendwas. Nur was? Okay, irgendwas habe ich wieder übersehen. Bestimmt irgendwie hier drin. Ach ja, hier muss ja auch noch was reinkrabbeln und ein Seestern. Hier irgendwie noch durch. Hier können wir was lesen. Das blöde Gefühl, hier war noch nicht alles. Ja, den Segel haben wir leider nicht hier in dem Bett. Vielleicht doch noch hier irgendwas. Die Sphäre. Tatsächlich. Geil. Gut. Gucken wir mal, was wir jetzt hier bekommen. Und tschüss. Die Meerjungfrau hier rausgekommen. Was? Schiebe alle Stifte durch die Löcher an der Seite, an den Seiten. Beachte, dass die Farben übereinstimmen müssen. Okay, kann ich nicht bewegen. Ach so, da sind Löcher, stimmt. Also bin ich jetzt quasi... Ach, ich verstehe. Thomas ist schlau. Moment. Dich kann man ja bestimmt erstmal... Warte mal, dich kann man leider nicht bewegen. Okay, warte mal, erstmal müssen wir den roten hier. So, ne? Genau. Dann können wir dich schon mal hinausziehen. Und so, dann können wir den schon mal wegmachen. Cool. Ja, das funktioniert ja. Das funktioniert ja sogar so gut. Guck mal, den können wir auch wegmachen. Zack. Den können wir wegmachen. Den können wir wegmachen. Den. Das ist einfach. Das ist einfach. So, Moment. Wer klemmt wo drin? Du klemmst da drin. Dann machen wir dich mal frei. Und den gelben weg. Rot weg. Gelb weg. Blau weg. Na. Blau weg. Rot weg, blau weg, gelb weg. Aha! Nice! Father, that boy had the orb, but your eel swallowed him whole. Then find that wretched beast and extract the orb! I don't care what you have to do, just do it!
grenzenlose Elternliebe. Beruhige den Aal. Okay. Sicher? Was haben wir hier? Hab's fast geahnt. Warte mal, das können wir noch schnell fertig machen. Und dann, Freundchen, Freunde, ist aber erstmal Feierabend für heute. So, Freunde, wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Und ich hoffe, das Spiel gefällt euch genauso gut wie mir. Und dann werden wir uns den Raum hier mal genauer angucken. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.